Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und ich habe gesehen, irgendwie merkt man, dass es langsam dem Ende entgegengeht. Ich habe keinen einzigen Tipp von euch bekommen. Gut, also werde ich das aber jetzt nichtsdestotrotz hier mal versuchen, hier in Eigenregie mal runterzuklempnern. Wir haben natürlich einige große Sprengsätze und die Überlegung ist, wir haben drei Typ D, 3 Typ C, 4 mal Typ B. Okay, das ist also jetzt so eine Sache. Wie wir das am besten ineinander fallen lassen können. Bin mir da noch gar nicht so sicher, wie wir das hinkriegen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Typ A. Nehmen erstmal die Typ D. Die machen am meisten Wumms. So, und verteilen die mal hier ein wenig. Nämlich einen hier vorne. Einen hier in die Mitte und einen da hinten rein. So, na komm, mein kleiner Freund Schnürschuh. So, gehen wir auf Zündkreis 2, werden mal Typ C nehmen, werden da entsprechend die anderen, die anderen Pfosten ein bisschen bepflastern. So, nämlich gerade die gegenüberliegenden. Damit haben wir das auch erledigt. So, dann haben wir viermal Typ B. Da gehen wir mal auf Sprengkreis 3. So, 4 Stück. Meistens ist ja irgend auch so eine, sag mal, so ein System dahinter. Jetzt bin ich gerade überlegen, 4 Stück, für was kann man die gut benutzen? Ich würde sagen, damit kann man die einzelnen Fahrbahnbereiche gut sprengen. Denn das sind zufällig genau 4 Fahrbahnbereiche, die es hier zu sprengen gilt. So, und jetzt haben wir noch für den Sprengkreis Nummer 4 10-mal den Typ A. So, und damit das hier sauber in sich zusammenfällt, würde ich sagen, wir haben hier, gerade mal gucken, 6 Podeste. Da oben werden die soweit gesprengt. Dann setzen wir mal hier am besten unten noch welche hin. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob die A stark genug sind, aber wir werden einfach mal gucken. Wichtig ist ja, dass es nach innen fällt, das Ganze. Dass wir die hier entsprechend so platzieren, dass wir die vielleicht nach innen zusammenklappen lassen können. So. Und dann haben wir nochmal hier Mittelblöcke. Da sind nochmal 4 Stück. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das eine Rolle spielt. Ich probiere das einfach mal und hau mal hier an die Seile oder an diese Verbindung noch was dran. Mal gucken, ob das was ausmacht. So, wir brauchen ja auch nur 51%. Also ist ja nicht wirklich viel, was da gefordert ist. So. Ich denke mal, so sind wir ganz gut. Wir speichern das Ganze zur Sicherheit aber nochmal ab. Brücke 1. So, einfach mal abspeichern. So, abgesperrt ist die Straße. Da kann uns also auch nichts passieren. Wir gehen mal ein Stückchen zurück. Oh, vielleicht gerade so hin. Und jetzt bin ich noch aus dem Pult raus. Ich will das hier entsprechend wieder verkürzen. Denn 0,4 bis 0,5 Sekunden ist immer so ein ganz guter Zeitraum. Ich glaube, 5 haben wir ja gar nicht, aber egal. Wir zünden mal und gucken, ob wir Glück haben. So, also die Prozente haben wir zusammen. Leider viele Rauchwolken, man kann also nicht viel erkennen. Na, nicht nach außen fallen, nicht nach außen oder in dich zusammen, aber nicht nach außen raus. Okay, das sieht gut aus. Ja, die Sprengung ist beendet. Die nächste Karriere wird freigeschaltet. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, da wollte ich mich auch noch was zu sagen. Also erstmal auf okay. Denn mit dem Staub scheinen sich die Programmierer die Arbeit gespart zu haben, ein bisschen die Textur hier zu animieren, während das Ganze gesprengt wird. Aber wunderbar. 88% hat direkt funktioniert. Dafür schon mal ein herzliches Glückwunsch an alle. Und wir gehen an die nächste Mission. Das war jetzt die alte Autobahnbrücke. Jetzt kommen die letzten 4 Missionen und das wird langsam richtig heftig. Wir gucken uns mal das alte Kraftwerk an. Und wir sehen, das ist einiges. Brauchen 60%. Gucken mal kurz ins Missionsbriefing rein. Durch Verbrennung Energie gewonnen. Jetzt soll eine modernere Anlage an gleicher Stelle entstehen. Die Schornsteine und das Hauptgebäude sollen gesprengt werden. Okay, das klingt schon mal gut. So, und was ich mir jetzt gut vorstellen kann, gucken, ob wir hier irgendwie den Eingang finden. Ah ja, da kommen wir vorbei. Nachdem wir ja 3
Hauptzündungsgruppen haben, dreimal Typ B haben, so rum, würde ich sagen, drei Stück für dreimal Schornstein ist eigentlich ganz cool. Gehen wir auch auf Zündkreis 3, würde ich sagen. Oder machen wir den auf Zündkreis 4? Machen wir auf Zündkreis 4, weil ich denke nämlich, wenn die richtig da reinfallen, die Schornsteine, dann könnte man dementsprechend da vielleicht sogar noch ein bisschen vom Gebäude was beschädigen. Wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, dann haben wir die nämlich schon mal hier drin. So, und jetzt gucken wir uns das Häuschen mal an. Da auch noch mal gern den Tipp aufgreifen, das Ganze auf durchsichtig zu machen. Was ich jetzt hier nicht gerade als sehr unterschiedlich entdecke, außer für die oberste Etage. Ja, ist nur für die oberste Etage, also auch nicht unbedingt überall sinnvoll. So, hier haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Außenpfosten bzw. 4 Innenpfosten. Und die sollten wir, glaube ich, ganz gut ineinander sprengen lassen. So, und da haben wir auch nochmal 4, das wären 8. Gut, dann denke ich mal, gehen wir mal auf Typ D. Zündkreis 1 auf alle Fälle. Und werden hier mal definitiv da ein bisschen Rabatz machen, dass wir nämlich hier oben das einzeln platzieren. So, dann haben wir nämlich da schon mal 4 Stück zusammen. Ich hoffe, das passt soweit. Hier müssen wir gucken. Da würde ich sagen, haben wir jetzt noch 3 Stück übrig. Wie machen wir das am besten? Mal sagen, einen hierhin, einen dahin. Und bum, 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 bum. Einen, ja, setzen wir hier nochmal mit hin. So, damit haben wir den Typ B auch fertig. Gehen wir auf Zündkreis 2, machen Typ C, da haben wir 5 Sprengladungen. Da haben wir 5 Sprengsätze. Ich würde das nämlich gerne einfach nur in sich zusammenfallen lassen, das ganze Ding. Und dann machen wir hier entsprechend mal hin. Dort oben mal hin. Ich glaube nämlich, das ist gar nicht so übel. So, da haben wir die 3. Dann haben wir da die 4. Und da in der Mitte ist ziemlich wenig. Dann setzen wir da mal die Nummer 5 hin einfach. So, dann haben wir 1, 2 und 3. Zündkreis 4 gibt Typ A 16 Stück. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Jetzt will ich mal gucken, es gibt ja diverse Portale. Ob wir vielleicht in der ersten Etage mal gucken können. Das war, aha, sehr interessant. Ich würde gerne in die erste Etage. Danke. Ich komme nicht in die erste Etage. Tolle Wurst. Ich würde gerne in die erste Etage. So. Gut, wieso kann ich da? Jetzt komme ich wieder ins Erdgeschoss. Ist ja wunderbar. Wahrscheinlich, weil hier keine Treppe ist. Also ich kann das definitiv nur von unten sprengen. Das ist blöd. Das ist saublöd. Aber ich habe da schon so eine Idee. Denn ich möchte dann die Typ A-Sprenger, möchte ich nämlich ganz gerne von außen dann platzieren. Und da würde ich sagen, gehen wir, nachdem wir 16 Stück haben und das hier nur auseinanderpflücken müssen, erstmal hier auf die Mittelbereiche jeweils ein. So. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ich denke mal, das sollte auch für die Stabilität ganz cool sein, dass wir da ein bisschen was erreichen. Hier gehen wir mal an die Pfosten ran. So, jetzt haben wir noch 7 Stück übrig. 7 Stück, 7 Stück, 7 Stück. Wollen wir hier noch was mitmachen? Ich weiß nicht. Nee, ich würde eigentlich erst mich lieber ums Gebäude kümmern. Gucken wir lieber, dass wir hier notfalls noch ein bisschen was zerpflücken. Nach Möglichkeit sollte das nämlich eigentlich ganz cool so zusammenfallen. 60% Quote brauchen wir. Obwohl, wir haben hinten noch, ups, noch gar nichts platziert. Ich glaube, da sollten wir uns auch ein bisschen drum kümmern. Das wäre sonst ein bisschen doof. Halt den noch bitte wegmachen. So, und den nehmen wir aber auf Zündkreis 5. Denn hier die Rückwand haben wir ja noch gar nicht bearbeitet, sehe ich gerade mal so. Und das soll ja nach Möglichkeit auch ein wenig in sich zusammenfallen. Oh, 2, 1 und einen hier vielleicht noch so in die Mitte. Dann haben wir die Zündkreise komplett. Jetzt verkrümeln wir uns erstmal hier. Gucken, ob wir damit ein gutes Ziel erreichen. Wo sind wir denn da daheim? Da. So, das sieht schon mal ganz interessant aus. Und ja, Zündungszeitpunkte auf 0,5, 0,5, 0,5. Und hier will ich mal was ganz Verrücktes probieren. Ich will das hier nämlich mal gucken, wie weit wir das hochsetzen können.
echt extrem spät machen, um einfach sozusagen dann den letzten Wumms zu geben. Und hier auch mal einen Ticken später mal gucken, ob das was bricht. Bricht ja, bringt. Nennen wir mal Fabrik. Fabirk, genau, Fabirk 1. Ja, machst du Fabirk 1 gut. So, Fabrik Nummer 1 speichern wir und ja, gar nicht lang rummachen. Die Zündung ruft. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir das soweit gut platziert haben. Also das klingt insgesamt schon gut. Okay, die Quote haben wir soweit auch schon erreicht. Oh, ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht gelaufen. Oh, da hinten fällt was, hoffentlich nicht zu weit. Oh, Glück gehabt. Da fällt auch noch was in sich zusammen. Okay. Ja, ich würde sagen, direkt gelungen. Ja, das ist doch mal wunderbar. So, ah, ich hab's mit meinem Namen. Ich kann meinen eigenen Namen nicht mehr schreiben. Leute, was ist das? Ja, also erfolgreich die Mission beendet. Jetzt haben wir den nächsten Bomber vor uns. 85, oh Gott, es hört gar nicht mehr auf, das Ding. 85 Sprengladungen. Yo, Baby. Analysiere die Gebäudestruktur und wähle den Sprengstoff für die richtigen Stellen aus. Plattenbau. Ich glaube, das wird absolut heftig. Oh, haben wir auch einen Eingang in diesen Plattenbau? Ey, das ist, glaube ich, gerade etwas krass. Das Ding hat keinen Eingang. Toll, das Ding hat keinen Eingang. Wie soll ich denn den sprengen, bitte? Gibt es da Portale, wo ich rein kann? Okay. Bin ich jetzt drin? Ja, ich bin jetzt drin. Okay, dann gucken wir uns die Portale nochmal an. Start, Etage 1, Etage 2, Etage 3. Gut. Etage 1 ist, glaube ich, ganz okay. Gucken wir uns das von innen mal an. Okay, also hier ist immer so ein Pfosten. Jo. Da ist noch einer. Das sind zwei. Ne, einer. Gott, oh Gott, das ist ja hier der reinste Dungeon. Ah, jetzt verstehe ich so langsam die Struktur. Och du Scheibenhonig, das Gebäude ist ja riesig, riesig, riesig. Puh, okay, dann wollen wir mal loslegen. Also ich würde sagen, wir gehen mal auf Typ D. Wenn das mal hier so. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir brauchen so eine richtige Mega-Wumms-Sprengung hier vorne. Und dann müssen wir ja gucken, dass wir das Ganze irgendwie in eine Richtung abkippen können. So, dann werden wir erstmal hier definitiv nochmal zwei, drei größere Objekte ansetzen. So, hier hinten auf der Rückseite. Ach, da geht es ja auch noch weiter. Genau, da ist nochmal so ein Pfosten. Wow, also das gibt mal eine richtig dicke Sprengung. So, gehen gleich mal auf den Zündkreis 2. Denn ich muss ja gucken, dass wir das Ganze hier geschickt zum Einsturz bringen. Oh, setz mal ein. Ach, da haben wir auch nicht so viele Sprengsätze da. Das ist ja absolut blöd. Ich würde nämlich gern das ganze Gebäude so in sich zusammenfallen lassen. Hier weiß man gar nicht, wo man ist. Hallo? Ei, 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 ei. Also wichtig ist auf alle Fälle, denke ich mal, von unten aus zu sprengen. Viel von unten wegzukriegen. Dass das Ganze in eine Richtung läuft. Das Blöde ist, man sieht jetzt auch nicht, an welcher Ecke wir gerade sind. Also kann ich das hier sozusagen nur nach gut Glück verdampfend lassen, das Ganze. So, machen wir hier noch einen hin. Dann die Ecke nochmal ein. Der macht schön Bums. Da habe ich schon. Gut. Gehen wir mal auf die nächste Etage. Auf die zweite Etage. Ja, das bringt. Doch, da sind die Sprengsätze jetzt von unten zu sehen, von oben zu sehen. Okay, also die sind ganz cool platziert. So, gehen wir auf Sprengkreis 3. Jetzt müsste ich nur wissen, wo außen, wo vorne und wo hinten ist, weil das sieht man hier nämlich gar nicht in diesem blöden Plattenbau. Das ist grafisch ein bisschen ungünstig gelöst. Okay, aber die Etage ist eigentlich in Ordnung, weil da ja die Sachen noch mitwirken. Ich würde sagen, wir gehen auf die dritte und werden hier mal auf alle Fälle den Mittelbereich etwas bepflastern. Oh, vielleicht da nochmal einen hin, hier auf die Ecke einen. So, wie sieht es hier aus? Moment, jetzt waren wir eben hier, genau. Da werden wir mal zwei Stück hinsetzen, weil ich. Der hat ja ein Brett vor der Kopf. Nee, eine Wand vor der Mütze.
So, hier werden wir zwei platzieren. So, dann haben wir hier nochmal einen. Ah, das ist ja auch noch so ein Pfosten. Aber ich hoffe, dass das einigermaßen hinhaut. So, und da hinten, jetzt gucke ich gerade nochmal, wo wir hin müssen. Da ist noch ein Pfosten, den haben wir nämlich auch noch nicht. So, und jetzt ist die Zeit eigentlich schon rum. Aber ich will mal jetzt was ganz Krasses probieren. Wir gehen nochmal auf die Portale, auf den Start. So, jetzt sehe ich zumindest schon mal, dass ich da an dem Außenbereich platziert habe. In welche Richtung das fällt, weiß ich jetzt noch nicht. Platz ist aber eigentlich. So, und die 60 Dinger will ich jetzt mal außen noch positionieren. Das will ich mal schnell probieren. Ich speichere aber das Ganze schon mal ab soweit. Platte 1. Speichern. So, und jetzt werden wir die Typ A auf Zündkreis 4 und 5 noch verteilen. Und zwar, wenn wir mal gucken, dass wir hier so ein paar setzen. So, ein Gürtel unten. Sozusagen rum. Ja, noch ein Stück rüber, dass wir das ein bisschen besser fixieren können. So. Und vielleicht so zwei oben drüber noch. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wir haben ja auch da nur noch einen Zündkreis zur Verfügung. Aber ich glaube, das gibt eine richtig schicke Explosion. Sprengsätze haben wir ja genug. So, dann haben wir nämlich hier auf alle Fälle den Ring im Prinzip schon mal gut abgearbeitet. Oh, und da hinten noch einen. So, gut. Und dann gehen wir auf den Zündkreis Nummer 5. Werden das entsprechend, ja, würde sagen, hier unten nochmal verstärken. Oder habe ich einen vergessen? Na gut, das wird jetzt nicht allzu schlimm sein. So, ich glaube aber, wir sollten da mal gucken, wenn der gezündet wird, dann könnten wir vielleicht von hier drüben noch was machen. Da haben wir ja auch viel Platz. Das heißt, hier werden wir dann mal den Mittelbereich uns angucken. Oder mal so die in die Region hier gehen. Wenn wir da mal was aufbauen. So. Ja, sieht nicht gerade besonders dekorativ aus, aber wenn das Ding gleich in die Luft geflogen ist, sieht es ja auch nicht mehr dekorativ aus. So, soll ja auch nicht schön aussehen, soll gut Bums machen und dann ist okay. So, ich tue mir da ein bisschen schwer im Moment. So. Und mit Zündkreis 5 fliegt ja jetzt eine ganze Menge noch in die Luft. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal ein Stückchen näher ran. Wir werden das hier unten drunter nochmal verpflastern auf der Etage. Ich hoffe, dass ich da nicht zu viel Probleme mit den Innensprengungen kriege. Aber das werden wir sehen, weil die Sprengung möchte ich definitiv gleich noch setzen. Und auch hier nochmal entsprechend ein paar rein. So, da haben wir schon eine und da auch. So, und jetzt haben wir noch 10 Sprengungen übrig. Die werden wir jetzt einfach mal ganz provokativ irgendwo freischnauze verteilen. Damit wir mal gucken, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Bums kriegen. So. So, mal so eine Art Ring. Und einen haben wir noch. Den setzen wir da unten hin. So, damit ist gut. Zündkreise, ja, vielleicht nicht ganz so weit auseinander. Aber wir haben ja gesehen, das klappt eigentlich ganz gut. So, dann mache ich immer mal so eine 0,1 Sekunden dazu. Und ich würde sagen, wir zünden jetzt einfach mal. Ist so zum Abschluss entweder hopp oder top. 50% brauchen wir. Spannung, Action, los! So, viel Staub. Oh, das Häuschen kippt. Und ich befürchte fast, es kippt zu weit. Die Frage ist, schaffen wir die 50%? Oh komm, 2% nur noch. 2% hätten doch jetzt noch kommen können, oder? Mist, ich glaube, da tut sich nichts mehr. Nee, leider nicht die Mindestquote erfüllt, das ist ärgerlich. Wir gucken jetzt nochmal ganz schnell, wo es Probleme gab. So, das sah ja alles soweit ganz gut aus.
Aber wieso ist es dann so nach hinten abgerutscht? Das war natürlich nicht so gut. Durch dieses Abrutschen haben wir natürlich ein Problem. Da gucken wir aber mal morgen nach. Aber ich denke, es haben nur 2% gefehlt. Da hinten war es ein bisschen knapp. Da sollten wir vielleicht dann schauen, dass wir das ein bisschen anders platzieren. Aber für heute, denke ich mal, haben wir ein gutes Ergebnis erreicht. Bis morgen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.